Nächster Redner, Herr Abgeordneter Axel Kasecker. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Mein Schlusssatz hat aber nichts mit der Energie zu tun, sondern ich möchte die letzten Sekunden noch nutzen, um ganz, ganz herzlich Roland Seppi zu begrüßen und seinem anderen Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes. Herzlich willkommen bei uns im Parlament. Nun ist der Abgeordnete Gerald Lorck am Wort. Danke schön, Frau Präsidentin. Geschätzte Frau Bundesministerin, Hohes Haus, auch von meiner Seite ein Gruß an die Südtiroler Kollegen. Wie jeder dritte Vorarlberger habe auch ich Südtiroler Wurzeln und fühle mich da immer noch verbunden. Ich darf darauf hinweisen, dass der breite gesellschaftliche Trend zur Teilzeitarbeit jetzt auch die